ja nicht, dass der Wim voll die komischen Geräusche macht, wird er aber bestimmt machen. Wird einfach ein bisschen lauter, nur das Dumme ist, bei uns sind zurzeit ein paar Leute da und ich hoffe, die kommen nicht netter raus, weil da stehen die ganzen Autos und nicht, dass sie mich noch sehen, wie ich hier so ein Video mache. Wie ihr ja wisst, habe ich ja ein paar meiner Piercings rausgenommen. Weil ich darf ja nicht sagen, dass ich alle rausgenommen habe, weil ja viele sind die am Ohren. Ja, das Piercing, da Piercing. Für mich sind das einfach nur Ohrringe. Ja, und ich habe ja mein Augenbrauenpiercing wieder. Auf alle Fälle meinte letztes Mal eine unter meinem Bild, musst du jetzt einen auf Lady Gaga machen und auf Natura machen. Nur weil ich die Piercings rausgenommen habe, dachte ich mir so, gut, dann machst du mal auf Lady Gaga. Nee, ich habe mich nur so mit Malkas bemalt, weil ich solche Bilder brauche. Ihr wisst dann, also ihr bekommt dann auch noch früh genug Bescheid, wieso ich so Bilder gemacht habe. Auf alle Fälle fand ich dann das eigentlich ganz interessant, ein auf Lady Gaga machen. Dann dachte ich mir, gut, du verratest jetzt mal zwei kleine Geheimnisse. Ich hoffe, ich sehe mich nicht. Ich muss den Bildschirm jetzt runterklappen, sonst schaue ich die ganze Zeit in den Bildschirm. Weil ich bevorzuge ja immer Max. Max ist aber nicht mein richtiger Name, können sich eigentlich auch viele denken. Und ja, eigentlich sind es ja keine richtigen Geheimnisse. Die Frage ist, wie heiße ich jetzt? Nun, ja, viele werden jetzt denken Maximilian. Oder vielleicht auch nur Max. Oder keine Ahnung. Nein, ich heiße Markus. Ich habe sogar noch einen zweiten Namen. Ich heiße noch so wie mein Dad leider Markus Alexander. Aber das Alexander denkt man sich weg. Also Markus. Aber ich bevorzuge wirklich Max und ich will, dass mich auch jeder Max nennt. Ich bin den Namen gewöhnt, Max, seit klein auf und ja. Und Verena hat eigentlich Schuld daran, dass ich Markus heiße, ja. Du! Also ich heiße Markus. Das wisst ihr nun auch. Ich hasse meinen Namen, deswegen ja, mag ich es, dass man mich mit Max anspricht. Und ja, wer mich jemals fragt, hey Markus, darf ich ein Bild mit dir machen? Ich sag nein. Und dann noch lüfte ich noch ein ganz großes Geheimnis. Meine Augen. Ich habe keine blauen Augen. Das sind Kontaktlinsen. Kann man eigentlich auch leicht erkennen. Damals hatte ich voll gut, die hat man irgendwie kaum mitgekannt, aber jetzt habe ich so andere. Und ja, die nehme ich jetzt mal für euch ganz kurz raus. Ich hoffe, das Teil fällt mir jetzt nicht raus. Runter. Ach, ich bin so blind ohne Linsen und ohne Brille. Ja, weil die sind eben mit Stärke. Das ist meine richtige Augenfarbe, so grün. Und ich sehe jetzt wirklich gar nichts. So, jetzt mache ich eben auch mal so auf Natura und Lady Gaga. Und ja, also Markus, Grünauge, Alexander, Amphetamin. Nein, aber viele werden sich jetzt auch fragen, wieso ich farbige Kontaktlinsen trage. Das liegt einfach daran, ich habe mir einfach mal so welche gekauft. Einfach so halt. Und mir gefiel halt das einfach besser wie das Grün hier. Früher hatten meine Augen, also auch bis zur, keine Ahnung was für eine Klasse, irgendwie immer noch einen Blauton. Und seitdem, dass ich irgendwie farbige Kontaktlinsen trage, sind sie grün. Wird zwar irgendwie nicht gehen, aber irgendwie ist das so. Keine Ahnung, egal. Ja. Und ja, erstens, ich trage lieber Kontaktlinsen, weil ich die Brille hier einfach nicht mag. Und ja, keine Ahnung.
Ja, und ich mag meinen Namen nicht, meine Augen nicht, ich mag mich nicht. Nee, aber. Bitte! Viele werden jetzt voll geschockt sein, aber es ist nun mal so, niemand ist perfekt, ich schon erst recht nicht und ja, ciao. Aus!